willkommen zu einer weiteren Folge Heroes of the Storm von mir, dem Yoshi. Und jetzt habe ich mal den Muradin genommen, den Krieger, weil man damit mal kämpfen muss. Ich probiere mich mal gerade kurz. Und da bin ich auch schon wieder. So. Diesmal mit einem anderen Aufnahmeprogramm. Ich bin ganz offen. Die alten Schreine erwacht, ihr wurdet getötet. Kontrolliert sie. Tja, das gehört dazu. Ja, versuchen wir doch mal. Ob wir das so schaffen. Jo, das kommt ganz auf dich an, Jung. Ob wir gewinnen oder verlieren, wir kriegen trotzdem die Quest. Einmal habe ich gewonnen, aber... Oder zweimal. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Tja, weg teleportieren hätten wir uns ja auch nicht können. Das wäre unmöglich gewesen. Quasi. Es kommt ganz drauf an. Ja gut, wenn wir den anderen Schrein noch für uns einnehmen könnten. Ich glaube, wir gehen jetzt mal dahin. Mit Rechtsklick kann man dann immer da dem Befehl geben, dass er erstmal dahin reiten soll. Man sollte nicht direkt wieder wegreiten. Macht keinen Sinn. So, jetzt betäuben wir die. Stunnen die. Und dann kann man auch noch auf die drauf springen. Einmal kann man den Hammer werfen. Das ist hier das Sturmschlag. Dann kommen wir wieder neue aufeinander folgende Auto. Angebetreifen das Ziel. Erhöht die Heilung durch langes Atem. Erhöht den Sturmschlag. Betäubt und die... Naja, machen wir so. Immer ein bisschen Heilung sollte man mit einbauen. Wer das wohl gesagt hat? Ach so. Gut, die haben auch den anderen Dings noch eingenommen. Turm. Den hier kann man jetzt nicht erstmal. Das ist immer so. Das ist immer nur zu bestimmten Zeiten. Das ist immer so eine Ablenkzeit, wo man das wieder aktivieren kann. Ich glaube, bei LOL ist das, ich glaube, genauso. Das war nicht... Müssen wir da ein bisschen Reichweite mit rein skillen gleich. Kann man die auch vom Weiten noch wegmachen. Könnte kotzen. Befreit den Drachen. Release the Macht in Anspruch. Blut, Bauch und Donner. Und hier diese kleinen Söldnerlager oder so, die sollte man aktivieren. Dann hat man immer eine kleine Verstärkung, die sich dann um die Gegner und die Minions kümmern. Wenn man dann, wenn man so reinspringen kann, im Fall eines Kriegers. Man kann die dann da wegkloppen. So, und jetzt machen wir die Kleinen hier mal fertig und die kämpfen dann für uns, sobald wir die besiegt haben. Also bewusstlos sind und dann überreden wir die dafür, dass sie uns helfen. Ja, ich hol mal gerade schnell ein Talent. Ja, ich werde es wohl tun, wenn ich die Zeit dazu finde, in 7 Sekunden. Dann werde ich das wohl tun.
Verstehst du mich, Jung? Ja, Jung, ist gut. Mach mal, keine Angst, Jung. Wird alles gemacht. Die Schreine erwachen erneut. Wer wird den Rachenritter berechnen? Was soll das denn hier? Hallo? Wird das hier erlaubt? Ich nicht. Ja, wenn die... Die haben schon einen gewissen Vorteil, wenn die ein Level höher sind. Zum Beispiel hier so 10, ne? Seht ihr da? Also da oben, dass die rot... Die 10, die rot hinterlegt ist. Ja, ich versuch's. Versuchen mal da dran zu kommen. Wenn man jetzt... Ach so, wir sind schon unterwegs. Nur werden die uns nicht aufhalten? Nö. Okay. Oh doch, einer hat's mitbekommen. Ja, release the dragon. Seine Macht in Anspruch. Euer Gegner hat ein Fort zerstört. Tja. Von denen werden wir ein bisschen überrannt gerade, so wie es das aussieht. Die Flammen werden euch holen. Tja. Zeigt mir, wo es lang geht. Wählt ein Talent. Oh ja, warte mal. Das, nimm mal dieses hier. Den Avatar. Den wollen wir dann, das kann ich ja gleich noch zeigen. Wenn sich ein gutes Ziel bietet. Weil ich bin hier die. Na, jetzt rennen sie natürlich weg, ist ja klar. Schnell weg hier, hopp. Ja. Scheiße. Eure Taten werden nicht vergessen werden. Tja, hoffen wir das mal, dass die anderen das auch noch schicken. Und mitspielen. Man kriegt immer so Quests, die ich euch gleich nochmal zeigen, wo man dann ein bisschen mehr EP und ein bisschen Gold bekommt und wo man dann Spezialfähigkeiten, sobald die immer aufleveln, wie in den anderen Spielen ja auch, machen die mehr Schaden. Weißt du, das ist interessant, die greifen erst an und... So, jetzt hauen wir den doch mal um hier. Besonders die Heilerin hier, die Kleine, die habe ich auch schon mal gespielt. So, da sollten wir weggehen. Wenn man... Weißt du, erst laufen sie weg und sobald sie an ihren Türmen sind, dann... He-Man! Jetzt Christus! Heißt du, dann verwandelte Ellie dann dich, dann diese Panda-Dame, das kleine Mädchen da, die Heilerin. Also die ist eine Heilerin. Support, wie das hier heißt, oder so, glaube ich. Eine Heilerin nenne ich die einfach jetzt. Ja. Auf dieses kleine, süße... Ne, ich glaube da nicht, da gehe ich nicht hin. Nein. Die machen wieder Machi-Tachi mit mir. Ja. Ihn und vernichtet eure Feinde. Komm. Jetzt da oben, hoch. Ja, als hätte ich dich nicht gesehen. Illidan.
Wer wird gewinnen? Illidan oder unser Kriegerzwerg, der Moradin? Naja, wenn das ein schöner Kampf gewesen. Tja, hoffen wir es doch mal. Jetzt haben wir auch mal den Drachenritter. Mal gucken, was sie da draus machen, unsere Mannschaft. Der Kölner Haie, nein, Quatsch. Wählt ein Talent. Ach, wir dürfen Talent wählen, auch wenn wir tot sind. Ja. Jetzt. Donnerschlag teilt den Helden selbst. Ja, das ist so, das müssen wir machen. So ein bisschen Heilung. Immer mit einbauen, kein Problem. Das geht schon. Da, die haben keine Munition mehr, die Türme. Alter, ist das jetzt zu viel verlangt, dem hässlichen... Ich weiß jetzt nochmal. Na. Haut da mal rein, statt die... Oh. Na. Natürlich muss man auf die Heilerin gehen. So, komm, Tötung, yeah. So. Ja, finde ich auch. Und die müssen wir aufpassen, hier diesen Paladin. Hey, herzlichen Glühstrumpf, ja, genau. So, jetzt nehmen wir hier noch das Lager ein, was dahinter ist. Damit können wir unsere Mannschaft noch... Unser Team noch unterstützen. Und hier spielt auch Allianz und Horde zusammen. Nee, spielt ja auch Starcraft mit. Hier spielt WoW mit. Hier spielt Diablo mit. Also die Figuren von Diablo. Ausnahmslos. Da kann ich jetzt jeder Zombie oder was, ne? Aber ihr wisst ja schon, was ich meine, so Hauptfiguren, so Helden, Nephalim oder so. Da war ein Gitarrensolo von unserem Tauchen. Komm, hau ihm. Jetzt. So, jetzt müssen wir uns noch da reinstellen, dass wir die auch übernehmen. So, und jetzt gehören die uns an. Jetzt müssen wir da mal kurz ein bisschen unterstützen, gerade wenn das so... Naja, okay. Ich sollte mal hier weg. Ich sollte ver... Ja, das war eine blöde Idee. Ich hatte gedacht, da wären noch ein paar von uns gewesen, aber... Das war der Fall gewesen. Nein. Das war nicht der Fall. Eure Zitadelle wird angegriffen. Tja. Soll nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. Tja, da war wieder das Geräusch von der... Er hat eine Festung zerstört. Wegen Verspätung, klar. Blut, Bauch und Donner. Blut, Bauch und Donner. So bin ich vollkommen. Ja, ich bin auch ganz Ohr. Jetzt bringen wir uns mal aus der Affäre gerade. So, jetzt kriegt der Illidan aber eins aufs Gesicht. Ach ne, der wird ja natürlich geheilt hier. Ja klar. Von bestimmt von dem, wie heißt der denn jetzt, der Paladin da? Der Vater von vom Lichtkönig. Ja. Tilt ein Talent. Ja. Fügt eingeschränkten Zielen zusätzlichen Schaden zu und betäubt. Ja. Dann haben wir doch die Reichweite ein bisschen hoch. Ja, das war jetzt ein Schuss in den Ofen, wie man so sagt. Wenn man einfach wohin schießt und... Tja, da haben sie wieder gepennt. Die haben auch noch eine russische Heilerin. Die Olga. Die ihre Kartoschki gegen uns wirft. Hätte ich dich gesehen. Wie heißt der denn? Ilva oder so? Nee. Ja, wir gehen erstmal auf die Heilerin hier, auf BK 25. So, jetzt sollten wir uns wieder weggehen.
Ja, ich habe nur kurz meine Augen zugemacht. Ich war die ganze Zeit, ich bin nicht dreimal gestorben. Ich habe nur die Augen zugemacht und dann bin ich dann hier aufgewacht, ne? Weiß er Bescheid. Ja, ich grüße euch. Mana. Du hast keinen Mana mehr? Dann kauf dich doch was. So, Stufenaufstieg. Nicht jedes Mal kann man Talent aussuchen. Schwerter für 300. Okay, beim... Wie hieß das denn nochmal? Glücksrad? Nee. Jeopardy. Da, das mit dem Zong. Tor 1, Tor 3, Tor 2. Oder welches war das? Ja, klar. Jetzt kommen direkt wieder 5 Leute und wollen mir auf die Pelle rücken hier. Ja, jetzt habe ich hier einen schönen... Ja, er leidet selber an Amnesie. Ja, das ist klar. Ja, ist okay. Nehmt seine Macht in Anspruch. Ja, würden wir ja gerne. Ach so, der hier ist so eine kleine Anzeige. Sie liegen aber ganz schön weit zurück. 3 Level. Naja, was soll's, ne? Was soll's? Was soll's? Jetzt greifen die uns an. Nehmt die Macht des Drachenritters in Anspruch. Ja, da haben wir da die die gegnerische Mannschaft hier. 20er, Level 20er. Und das Schöne ist, man braucht sich gar nichts zu kaufen. Man kann einfach die Talente wählen und... So, jetzt stürzen wir uns mal auf den, bevor der hier unsere Zitadelle angreift. Dieses Ding da, dieser Drachen. Sollten hier vielleicht mal ein kleines Stückchen weggehen. Herzlichen Glühstrumpf, ja. Ach so. Ich wollte sagen, wieso ist denn hier so dunkel? Das ist weil wegen dem Drachen, das soll dann so ein bisschen dramatisch sein, nicht wahr? Ja, ja. So, das ist hier zum Betäuben der Donnerschlag. So als Krieger. Tja, jetzt soll man. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir gleich hier im Arsch. Ich kann hier noch mal reinhalten, ein bisschen versuchen zu helfen. Aber ich glaube, das war es gewesen. Hat schon viel zu tun, wenn man die Schreine hier aktiviert. Und wenn, wenn man dann hier immer den Drachen hat, oder Kanonen, oder hier die Söldnerlager, sobald man die alle schön immer regelmäßig erobert und für sich kämpfen lässt und dann noch die Helden hier wegmacht, dann könnte man gewinnen, ja. Es doch irgendwann mal im nächsten Spiel. Keine Angst, nicht Ding ist nicht abgestürzt. Spiel beendet, 20 Punkte dazu und Moradin steigt ein Level auf. Und wir haben noch die Quest abgeschlossen. Hier, die findet man immer hier. Jetzt haben wir sie alle schon gemacht. 8 Spiele gespielt, einmal mit Krieger, einmal mit einem Horde-Charakter oder zweimal. Und ja, ne? Und dann gibt es hier noch den Shop, wo man sich dann Skins und Champions kaufen kann, also die Skins, ne?
Reittiere, Pakete, Sixpacks, ne, Stimpacks. Ja, das kann man alles dann so machen. Und hier hat man sein Gold. Wenn man will, ja, kann man sich hier dann einen von diesen kleinen kaufen hier. Zum Beispiel sie hier, die man sowieso auswählen kann. Aber den hier, ich habe extra geholt. Den konnte man nicht holen. Und ich habe noch hier, wie heißt der? Können wir mal gerade gucken. Den hier, da wisst ihr, den habe ich ja auch schon. Jetzt haben wir wenigstens zwei auf hier. Dann kann man da immer ein bisschen hin und her switchen und gucken. Jo, dann wünsche ich aber euch erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal.